Hi Leute, ich bin hier in Los Angeles und dieses Mal, dies sind meine ersten Aufnahmen. Ich bin Tilman von nintendoonline.de und ja, ich zeige euch einfach mal, wo ich bin. Ja. Wie ihr seht, bin ich hier im Convention Center in Los Angeles. Und hier sehen wir schon mal die ersten Aufnahmen von der Electronic Entertainment Expo. Wie ihr seht, wird ganz groß Werbung für Crysis 2 gemacht, sowohl auch für Assassin's Creed, für Red Faction natürlich, ist ja klar, und Überraschung, Überraschung, Sony's This Changes Everything. Ja, wir wissen, was das bedeutet. Die Sony-Version von der Wiimote namens PlayStation Move. Und ja, ne? Ich werde mal hier ein bisschen rumlaufen und noch mehr filmen und dann, ja, auf jeden Fall. Da hinten sieht man übrigens auch noch zusätzlich Werbung von Call of Duty Black Ops, welches am 9. November rauskommen soll. Es wird, wie bekannt, auch eine Wii-Version von dem Spiel geben. Dies hier ist das berühmte Staples Center in Los Angeles. Ich bin hier übrigens in der Figuara Street und es ist halt toll. Wie ihr seht, haben wir gerade irgendwas mit 8 Uhr morgens und auf den Straßen ist so gut wie nichts los. Aber das wird sich in den kommenden Tagen sowieso ändern. Da hinten haben wir noch zusätzlich noch Werbung für Ghost Recon. Future Soldier kommt auch irgendwann raus. Hier haben wir noch ein besseres Bild von Assassin's Creed. Und jetzt bewege ich mich in Richtung Haupteingang von Electronic Entertainment Expo.